didn't even get to run. Hey Freunde, heute im Test sind die V1-Raketen von Lone Star dran. Die etwas ältere Variante, die neue Variante, kommt in einer Pappschachtel. Hat auch ein bisschen anderes Design, also genau das Design, was oben ist, ist dann auch auf die Raketen. Ansonsten hat sich der Effekt nicht verändert, für alle die es interessiert. Die alten sind genauso gut oder schlecht wie die neuen, je nachdem wie man es auslegen möchte. Wir haben hier 6 50 Gramm Raketen, das Set kostet 25 Euro oder 24, kommt immer drauf an, wo ihr bestellt oder kauft. Ne? Wie gesagt, 50 Gramm pro Rakete, es ist ein F3-Artikel von Lone Star. Herstellungsjahr ist, ich denke mal 2018 steht drauf. Und ja, sind halt auch 6 verschiedene Effekte. Dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal raus und zünden diese V1-Raketen von Lone Star draußen weg. Also, bis gleich. V1-Raketen. Wir sind doch gut. Boah, die haut ab, Junge. Die zittert schon. Die sind gut. Ah, die Leute.